Das ist keine ASUS-Dauerwerbesendung. Guten Morgen und willkommen in Köln, ihr digitalen Helden. Nach einer Mütze voll Schlaf und jetzt sehe ich wieder aus wie ein Mensch nach einer heißen Dusche, gehe ich jetzt eben frühstücken und dann ist es endlich soweit. Wir machen uns gleich auf den Weg zum EA Headquarter, um dort am ASUS und Intel Event teilzunehmen. Aber vorher gehen wir noch eine Runde frühstücken, weil, ne, man braucht einen gefüllten Magen, sonst kann man nicht gescheit arbeiten. Los geht's! So, mittlerweile habe ich mir Frühstück besorgt. Es gibt Orangensaft. Und Antipasti, unser bisschen englisches Frühstück zum Frühstück. Ich habe mich natürlich toll zum Film hingesetzt mit dem Licht im Hintergrund. Verzeihung, egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal was essen und mir vielleicht dann noch ein bisschen was Süßes holen vom Buffet. Ein paar, bisschen Obst oder so, ein bisschen Joghurt. Und dann geht's gleich los. So Leute, ich bin jetzt endlich unterwegs nach, ich weiß es nicht, gefühlten 30 Minuten, den ich da an der Hotelrezeption stand. Spanische Gemütlichkeit wird in diesem Hotel sehr groß geschrieben. Ich kann es empfehlen, aber irgendwie stressig. Irgendwie ist was mit der Hotelbuchung schiefgelaufen. Ich weiß auch nicht. Komm ich runter, will auschecken, sagt der Herr. Und 82 Euro bitte. Und ich so, das hat jemand anders für mich bezahlt. Jedenfalls mache ich mich jetzt auf den Weg zum Bahnhof. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, um zum Zollhafen zu kommen. Und ich bin sehr in Eile. Und ich hoffe, ich habe nichts im Hotel vergessen und ja, egal. Wir laufen jetzt auf jeden Fall hin und schnappen uns das nächste Taxi und dann geht's los. Tada! Ich bin angekommen bei EA Games, hatte einen voll netten Taxifahrer. Ich bin jetzt schon eine Minute zu spät und deshalb müssen wir uns jetzt beeilen. Aber ich bin endlich angekommen. Ich hätte das niemals gefunden ohne Taxifahrer. Never. Vielen Dank an die lieben türkischen Taxifahrer in Köln. Ihr seid die Besten und die Größten. Und jetzt geht's erstmal rein zu EA Games. Ich bin gespannt. Los geht's! So Leute, wir haben es geschafft, wir sind jetzt endlich drin und ich bin noch pünktlich, sehr cool und wir gucken uns jetzt mal an, wer hier alles so ist und das Gaming-Equipment. Das ist keine ASUS-Dauerwerbesendung. Mit am Start waren nicht nur ein Kamerateam samt Fotografen, sondern Computer-Equipment und Gaming-Gear von ASUS und Intel und die neuesten Games von EA zum Testen. Zum Beispiel das Strix Tactic Pro Keyboard, das Rogue GX700 VO Notebook, die Strixclaw Gaming Maus und vieles mehr zum Ausprobieren. Ich habe noch nie so viel Gaming Gear auf einem Haufen gesehen. Mit Gamer-Laptops werde ich mich aber wohl nie richtig anfreunden können. Ich brauche einfach meinen Desktop-PC. Aber zugegeben, die Insider-Informationen vom ASUS Digital Marketing Manager David zum neuen Gaming Gear, dem Claymore Keyboard und der Spartha Maus haben mich schon ziemlich neugierig gemacht. Oh Gott, das klingt wie ein Werbetext. Leute, ich meine das ernst. Das Gaming Gear war ja ganz nice, aber mich interessieren ganz besonders die neuen Sachen. Stichwort RGB-Beleuchtung. Der Workshop begann natürlich mit YouTube. Wir stellten Rob vor allem Fragen zum Thema Videoqualität. YouTube und YouTube Deutschland noch mal ein bisschen getrennt und auf YouTube Deutschland gibt es ja mega viele Prank-Videos und generell ziemlich viel Schmutz und Scheiße, aber die Zuschauer sind halt da. Das ist ja einfach jetzt der aktuelle Stand. Jetzt würde ich natürlich gern von dir wissen, da du das Orakel bist. Ich will das ja nicht machen. Ich will ja mein Ding durchziehen und Spaß mit dem haben und wirklich mich abends nicht in den Schlaf heulen müssen, was ich da hochgeladen habe. Deswegen, wenn ich jetzt die Pranks habe, was kommt denn als nächstes? Für diese und viele weitere Fragen stand uns Rob mit seiner Erfahrung Rede und Antwort. An dieser Stelle vielen Dank, Rob, du warst echt super. Und weil Gamer auch essen müssen, wurden wir danach fürstlich verpflegt. Was wirst du essen? Keine Ahnung. Kinder?
Liebe Kinder, ich könnte nur kein ganzes essen. Los, guck rein. So, schnell. Was ist es? Suppe, glaube ich. Wie fancy eine Möhren-Ingwer-Suppe. Ja, der Robin macht sich schon, einen Teller fertig. So, wir sitzen jetzt hier und essen, beziehungsweise eigentlich ist der Teller schon leer. Es ist also jetzt sehr unspektakulär, euch das zu zeigen, aber ich zeige euch trotzdem den leeren Teller. Sie hat es getwittert. Ich hab Biberbrei. Da wird auch geblockt. Blocking Alarm! Hallo, hier lächeln, hallo! Wo da ist die Linse, da. Nach dem Mittagessen ging es um Twitch-Marketing-Strategien und unsere eigenen Kanäle. Und dann wurde hart gezockt. So, wir spielen jetzt die Runde Battlefront auf den Rechnern. Versuchen das gerade hinzukriegen, dass wir alle gegeneinander zocken können. Das ist richtig cool. Und hier haben wir OBS installiert und das wird jetzt alles aufgenommen. Und dann bashen wir uns gegenseitig richtig weg. Zockerbraut. YouTube-ception. Was mache ich hier bloß? Weiter nach links. Nach links. Das andere links. Granate, irgendwas frei. Wo sind die Granaten? Wo sind die Granaten? Auf welcher Taste sind Granaten? G? Was? Hast du schon mal G probiert für Granate? Keine Granate. Aber ich habe G probiert. Ich habe auch F für Würf. Den snack ich mir. Snack ihn dir, los, hol ihn dir, los, los! Ja! Gefahr! Ich gehe da lang. Das sieht netter aus. Hallo? Komm mit! Ich komme! Ich bin ausgebrochen! Ja! Und weil wir nicht schon satt genug waren, gab es danach natürlich noch einmal Kaffee und Kuchen. Und die Teile hier waren obergeil. Voll die coolen Gamer-Cupcakes. Mit PC. Da ist aber kein Asus-Logo drauf. Ich fühle mich betrogen. Franz hat sich für die Maus-Variante entschieden mit der geilen Gaming-Maus. Ich bin schon sowas von besiegt vom einen Cupcake. Der war so süß. Los, iss ihn! Ich weiß nicht, wie ich den jetzt essen kann. Du hast dir das auf den Teller gepackt, du isst das jetzt. Nee, wirklich, ich muss erstmal ein Stündchen warten. Und weiter ging es mit dem Workshop. Rob erklärte uns, wie wir uns vor Abzocker-Influencer-Firmen schützen können und stellte eine Frage, die ich mir ehrlich gesagt so noch nie gestellt habe. Was für ein Wert, also was sind 1000 Views wert? Brauche ich nämlich noch lang. Bitte nochmal. 1000 Views. Was wenn du sagst, okay, ich mache 10.000 Views oder ich mache 1.000 Views oder 50.000 Views, und wenn du das jetzt hochskalierst und der Kanal wächst und du machst 100.000 Views pro Video und so weiter, was würdest du schätzen, ist der Marktwert für 1.000 Views? Achtet auf Nudels Gesicht. Hättet ihr nicht gewusst? Wir nämlich auch nicht. Zum Schluss nahm sich Rob dann noch einmal jeden einzelnen unserer YouTube-Kanäle vor und gab uns Tipps zum Design der Thumbnails, Verbesserung der Titles und der Tags. Hier zum Beispiel gerade am Beispiel von Endzeitkind. Da waren echt ein paar richtig gute Ratschläge dabei. Am Ende standen wir dann noch Rede und Antwort zum Asus Gaming Gear und unseren YouTube-Kanälen im Interview. Und so schnell wie der Tag begonnen hatte, endete er. Mit Tränen! Nein, ich mach nur Spaß.
Ich musste leider schon wieder nach Hause, aber viele der anderen blieben noch für die ESL One am nächsten Tag. Am Ende verlinke ich euch die Event-Vlogs von Anne und Franz und natürlich alle anderen Leute, die da waren. Aber für uns ging es leider schon zurück in die Heimat. So, wir sind jetzt auf dem Weg zurück zum Kölner Bahnhof. Das Asus und Intel Event bei EA Games war richtig cool. Und ich bin jetzt hier mit Nudel und Co. Ah, der Nilfias. Und Endzeitkind auf dem Weg zurück zum Bahnhof. Und ich melde mich später von zu Hause nochmal. Grinsefee! Für mich bleibt nur zu sagen, es war ein unfassbarer Tag mit noch unfassbareren tollen Leuten. Vielen Dank an Rob Bubble, wir haben wirklich viel gelernt. An Asus, besonders an David, es war ein super toller Tag. Wir wissen alle immer noch nicht, womit wir das verdient hatten. Thanks EA für eure Gastfreundschaft und alle anderen Beteiligten, die mitgeholfen haben, diesen super Tag für uns zu planen und umzusetzen. Zum Beispiel Katrin und Markus von Eugo, die jederzeit für uns da waren als Ansprechpartner. Und natürlich auch der nette Herr, der die Suppe geschoben hat. Kaffeeträger, Wasserspender und alle anderen, die sonst noch beteiligt waren. Ohne euch hätten wir diesen wunderbaren Tag nicht erleben dürfen. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Fee ist sprachlos, das passiert selten. Schaut doch einfach noch bei den anderen vorbei hier auf der Endcard. Und ich, wisst ihr, ich bin jetzt einfach mal still. Bis dahin, eure Fee.